schönen guten Tag hier aus Kamp Lindfort. Heute ist Günther bei mir zu Gast. Ja, Günther ist ein Kumpel von mir oder ein Kunde, Kollege. Freund. Ja, wie man das will. Ja, inzwischen sind wir wirklich gute Freunde. Und der Günther hat immer so ganz nette Spielzeuge. Ja, und eins davon ist das. Ein Porsche GT3 RS. GT3 RS. Und ja, ich bin der Meinung, du musst das Auto mal testen. Du musst das Auto fahren, dann bestellst du dir direkt auch ein. Bin ich voll überzeugt. Und da bin ich gespannt. Lass uns fahren. Ja, bevor wir starten, mach den Sitz ein bisschen nach vorne. Okay, also unten ist ein Hebel. Wenn du meinst, das ist okay, dann. Naja, meinst du so als Porsche-Fahrer oder so? Ja, dass du schönen Winkel hast. Ja, ah, genau. Hier, okay. Du musst das ja richtig genießen. Okay. Ach, das ist ja bei Porsche ist ja links, ne? Porsche ist sehr links, traditionell. Sehr ungewohnt, ne? Ja. Ich finde, Porsche hat immer so einen schönen dreckigen Sound, ne? Im positiven Sinne. Ja. Ja, der hat so dieses Raue und das gefällt mir jetzt gut eigentlich. Richtig. Also könnte ein bisschen lauter sein, aber es ist ja alles stock, alles brav. So. Aber jetzt, jetzt hättest du den Automatikmodus und so schaltest du über die Wippen, die direkt am Lenkrad sind. Okay. Was ist dir lieber? Erstmal Automatik. Ich gewohne mich, das ist ja nicht mein Auto, also machen wir erstmal hier. Ja, gut. Piano. Du fährst auch das Auto auf der Rennstrecke? Also Track Days, das ist, ja gut, wenn du so ein Auto hast, das ist dafür gebaut und es funktioniert. Aha. Ich glaube, es gibt kein Auto auf der Welt, mit dem man länger schnell fahren kann. Ist das so? Ja. Also von Porsche super begeistert? Total. Okay. Würde ich mir auch immer wieder kaufen, weil du fährst, Öl gucken und fahren. Also das Auto deiner Meinung nach perfekt ausgelegt. Perfekt. Auf oh ja, die Bremse ist sehr. Ja, ja. Ist doch kalt. Aber muss davon ausgehen, das Auto ist wirklich besser als wir beide zusammen. Okay. Das heißt, der eine oder andere Fehler wird verziehen. Ja. Aber in Wirklichkeit, wenn du auf der Rennstrecke fährst, dann merkst du, dass das Auto unter Druck, unter richtig Belastung auch federt. Aber wenn wir so langsam rollen, dann ist das eben unkomfortabel. Okay, als Rolls-Fahrer, denke ich, steht es dir zu. Ein Luftfahrwerk zu haben, ne? Ich muss ein bisschen rauskommen hier. Ich habe auch schon überlegt, oder ich bin jetzt dran mit Nissan selber, also mit GTR, ja, auf die Rennstrecke zu gehen. Damit ich so ein bisschen Rennstrecken-Feeling bekomme und natürlich auch besser für mich im Straßenverkehr manche aber Situationen. Aber Nissan GT-R ist doch eigentlich so ein Dickschiff mit 1,7 Tonnen und so weiter. Ja, hat aber Dampf. Dampf hat er. Aber kannst wirklich so eine, sag ich mal, schön gemachte Limo nicht vergleichen mit dem GT3 RS. Ich sag dir, die Bremsen, das Belastbarkeit. Das Auto ist belastbar. Sag mir doch irgendein Auto, was du aus der neu abholst und fährst auf Nürburgring. Ja, okay. Und hält den ganzen Tag durch. Okay. Welches Auto können das? Porsche. Also wirklich, ich bin nicht. Ohne Umbauten, ganz wichtig, ja, ohne Umbauten. Und das Auto hat jetzt hier ein Weisach-Paket und die richtigen Felgen aus Gewichtsgründen, Magnesiumfelgen. Okay. Aber so wie du jetzt fährst, dann ist schon, ja, ich sag mal so touristisch eben. Okay. Aber hier Magnesiumfelgen sind nicht extrem teuer. Ja, das also erstmal sind sie extrem leicht. Es gilt ja, das Gewicht der ungefederten Massen zu verringern. Und Magnesium ist nun mal das Beste. Nachteil, ja, Kosten. Also habe ich mir sagen lassen, wenn ich jetzt mal die Räder kaputt fahren würde, alle vier Felgen, und würde die kaufen, dann liegt der Preis bei Porsche bei 54.000 Euro. Aber umgekehrt. 54.000 Euro kosten nur die Felgen? Ja, nur die Felgen, ohne Gummi.
Aber wer fährt denn vier Felgen kaputt? Also, du merkst wieder unten, da passiert gar nichts, ganz brav. Ich habe gerade gehört, ein bisschen Gas gegeben. Dann ja, aber das ist ja das Tolle daran, die Fahrbarkeit. Du kommst aus der Kurve raus, die Drehzahl ist noch nicht so hoch, er nimmt gleichmäßig das Gas an. Das ist ein linearer Verlauf. Aber fährt es wirklich gut? Also hätte ich nicht gedacht, dass der so einfach ist. Also einfach zum Fahren. Ja. Ja? Vielleicht sollte ich mir doch überlegen, einen Porsche zu legen. Ich sag dir, das Auto hat, du siehst es auch an den Unfällen, die Karosserie hier, wo wir drin sitzen, der Rahmen und so weiter, alles aus vergütetem Stahl, das hat eine höhere Festigkeit. Und wie oft habe ich Leute auf Videos oder auch live gesehen, Auto total schaden, steigen aus und sind ganz geblieben. Also die Sicherheit ist bei Porsche schon groß geschrieben. Aber das ist doch schon laut. Also hörst du schon. Ja, aber das wird lauter so ab 5.000, 6.000. Dann kommt auch richtig Leben rein. Jetzt merkst du ja, der zieht so langsam, aber es ist noch gar nichts passiert. Du hast jetzt vielleicht von den 520 PS, das sind vielleicht keine 200 benutzt. Aber du gibst Gas, der reißt nicht nach links, nach rechts. Der man verhält sich ja wirklich top auf der Straße. Ja. Ne? Also muss ich mal sagen, zum Rolls-Royce. Also ich war auch maximal zulässigen Sturz. Da sagt man, gerade Auslauf ist nicht so gut, aber in Wirklichkeit, ich sage ja, das Auto ist besser als wir. Schön. Wie lange hast du es denn in den Porsche schon? Doch schon drei Vierteljahr. Oh, okay. Ja, die Zeit vergeht. Und immer noch so zufrieden und begeistert wie? Ich würde den nochmal kaufen, weil, also immer unter der Prämisse, ich will kein Schauauto, ich will nicht 350 fahren, dafür habe ich was anderes. Aber Track Days, das ist das, was ich gerne möchte. Okay. Porsche ist darauf eingegangen und hat mit dem Cayman GT4 oder mit dem GT3 RS, GT2 RS eben etwas gebaut, dass die Leute Spaß haben. Wie sind die Werkstattkosten hier bei dem Auto? Wenn du jetzt, ich sag mal, auf Ranger fährst, ist das nicht so, dass du einen Tag fahren und dann direkt 20.000? Ich, bei den anderen hast du, gib mal ruhig einmal richtig Gas. Das sogar mit das günstigste Auto. Es gibt andere Marken, da musst du vorher eine Inspektion machen, Track D, danach wieder eine Inspektion. Hier reicht eine Durchsicht, Luftfilter gucken, Bremsen, die Klötze gucken etc. Und natürlich öfter mal das Öl wechseln, aber mehr nicht. Ich kenne also Leute, die fahren die ganze Saison auf den Rennstrecken, hier Deutschland, Belgien, Holland und der Motor wird nicht angefasst. Also ich bin ehrlich, ich war im Porsche. Und wenn du die Elektronik drin lässt, die elektronischen Helfer drin lässt, auch bei Regen, das Auto kann auch theoretisch mal noch was machen. Wirklich. Diese also Spielereien hier in ESC hier rausnehmen oder Traction Control rausnehmen, ist alles nicht gut, weil die Elektronik ist so feinfühlig, ich habe das natürlich ausprobiert, die greift wirklich dann ein, wenn ich das Auto schon verlieren würde. Okay. Also nicht so früh und bremst mich ein oder sonst was. Nein, richtig da, wo es sein muss, nicht früher. Also ein richtiges Rennauto ist das, quasi mit Straßenzulassung. Ja. Darf ich ein bisschen draufdrücken? Also richtiges Rennauto, ein Cup Porsche wäre noch besser. Aber unter den Straßen zugelassen, so muss man das sehen. Kannst du voll drehen bis an.
als würden wir auf der Rennstrecke fahren. Aha. Da wird es so ein bisschen hart. Ne? Ja. Aber wenn die Reifen erstmal Betriebstemperatur haben und die Bremsen genauso, ich sag dir, das Auto wird so geschmeidig, es ist. Es fühlt sich an wie eine zweite Haut. Du fühlst dich sicher. Okay. Wirklich. Also kann man so lenken quasi. Richtig. Okay. Ja, irgendwann, du hast mich schon öfter eingeladen, auf der Rennstrecke zu fahren. Mit dir. Also wir müssen, damit ich sehen kann, was das Auto kann. Zolder wäre ja nicht schlecht, aber Spa ist interessanter. Okay. Die berühmte Rückspur, das macht Laune mit so einem Auto. Okay. Das machen wir auf jeden Fall. Müssen wir machen. Was mich bei Porsche stört, dass jede Veränderung, ja, also bis vor kurzem war das noch, ja, du dürftest nicht mal die Spiegel folieren, ja. Nicht mal das war erlaubt. Und ich bin schon eher so ein bisschen individuell, ja. Ja, ich habe da auch so verschiedene Gedanken. Ich weiß, dass also Mantai arbeitet ja mit Porsche zusammen. Mantai, also ich bin ja jetzt nicht so genau informiert, aber ich weiß, dass Mantai zusammen mit Porsche arbeitet. Wie weit die gesellschaftlich verbunden sind, weiß ich nicht, aber Mantai baut dann ein anderes Fahrwerk ein, ändert die Domlager, einen anderen Sturz, macht da so ein paar Sachen. Ob Porsche das jetzt zulässt oder nicht, ich habe nur die Information, jede Art von Veränderung und es gibt keine Garantie mehr. Ja, das geht so weit, dass wenn du auf den Cayenne die nicht die richtigen Reifen drauf hast, egal welche Größe, aber das, was von Porsche zugelassen ist, wenn du das nicht machst, hast du auch Garantieverlust. Also sind da sehr streng. Vielleicht kommt das auch ein bisschen auf das Porsche-Zentrum an. Also ich habe meine Autos immer Porsche-Zentrum willig. Und da denke ich, da ist man in guten Händen. Die sagen dir genau, was geht nicht. Okay. Und alles im grünen Bereich. Und wenn du das machst, dann nicht mehr. Also sowas wie Auspuff, dieser OPF-Filter etc. Alles tabu. Darfst du nichts anfassen. Okay. Motor nicht. Ja gut, ich verstehe, wenn ich zum Beispiel irgendwas im Auspuff oder am Motor machen würde. Ja. Dass da die Garantie erlischt, ja, bin ich natürlich 100% dabei. Also wirklich würde ich verstehen. Aber wenn du jetzt andere Felgen drauf machst, was hat das mit einer Garantie für die Karosserie zu tun? Ja, die Ingenieure sagen dann, nur mal als Beispiel, jetzt machst du Felgen drauf, die sehen geil aus, sind aber 10 Kilo schwerer. Du hast jetzt eine Unwucht bedingt durch das Gewicht. Das gibt Vibrationen, das geht bis zu den Betrieben, Eingang, Ausgang und irgendwie könnte man sich etwas zurechtspinnen. Ja. Das Getriebe fliegt auseinander aufgrund der Felgen. Ja, gut, aber wenn man hingeht und macht jetzt Felgen rein, die genau das gleiche Gewicht haben, die gleiche Abmessung haben, dann ist ja eigentlich nichts Schlimmes mehr möglich. Okay. Eigentlich. Aber okay, das geht jetzt so weit. Ich muss mal mit Porsche selber sprechen. Aber nein, ich finde einfach nur wirklich, manchmal haben die schon was dagegen, wenn du Kleinigkeiten änderst. Ja, wirklich ganz so ein Frontspoiler. Da kannst du sagen, okay, was auch immer, wie auch immer, kannst du nachvollziehen. Nur, du kannst mir nicht sagen, es erlischt der Frontspoiler. Ja, da erlischt die Garantie auf die Achsen. Mit welcher Begründung? Ja. Ja, sowas. Aber du hattest auch den Mercedes AMG. AMG GTR, genau. Auch in Bombenautos, auch mit Semi-Sticks und allem. Verstellbare Traktionskontrolle, also es war schon ein tolles Auto. Ja, es war aber halt ein Turbo. Und wir sagen alle, ja, ein Turbo ist doch viel kräftiger und was nicht alles. Aber ich bin eben kein Turbo-Fan, außerdem Gewicht lieber 1000 Kilo. Weniger als 1000 PS mehr. Also so. Gewicht bei dem Mercedes ist extrem. Ist das so? Ja, hat okay. Eins schnell auf der Waage, 1,6 Tonnen. Das Auto hat auf der Waage mit Magnesium, Weisach, also alles was geht, hatte ich 1420 Kilo. Boah. Da
das ist immer noch zu viel eigentlich. Aber in der heutigen Zeit, guck mal, du hast elektrische Fenster, du hast Navi drin. Aber das, ich finde, da sollte man auch nicht verzichten auf sowas, oder? Ich meine, das ist immer noch ein straßenzugelassenes Auto. Ja, ich sag mal, manchmal Navi oder. Also ich selber würde auch eine ganz nackte Karre vorziehen. Also eine Karre im wahrsten Sinne des Wortes, womit man nur das eine kann und nichts anderes. Auch die geilen Michelin, Michelin, die Cup-2-Reifen. Das ist alles Harmonie. Wie liegt der Preis für so ein Auto, Günther, wenn man fragen darf? So, ich sag mal Basispreis, weißt du das natürlich? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also Basispreis auf jeden Fall unter 200. Okay. Und dann kommen dann solche Sonderausstattungen wie die Felgen, wie Überrollbügel aus Titan, so Kleinigkeiten, die kommen dann noch dazu. Okay. Aber bin mir gar nicht so sicher. Aber ich sag mal zwischen 230 und 270 ist alles. Oh, okay. Also quasi vergleichbar auch mit einem Lamborghini Huracan. Ich meine, du hattest ja auch einen Lamborghini Huracan. Ja. Würdest du das mit den Huracan mit Porsche vergleichen? Also der Huracan ist ein modernes Auto mit Doppelkupplungsgetriebe, richtig gut. Aber es ist kein Auto für die Rennstrecke. Das war vielleicht eine Runde Wechsel, dass du fährst. So, jetzt haben wir gewechselt. Jetzt wird der Günther. Ein Nachteil, das was du gesagt hast, ist eingetreten. Regen. Ja, mit Semislicks bei Regen, das ist nicht so gut. Blass geworden. Ach Quatsch. Die Problem ist jetzt nur, das Auto ist ja für mich eingestellt, ausgerichtet, alles perfekt gemacht. Und jetzt habe ich so runde 130 Kilo neben mir sitzen. Ey, meine Damen und Herren, das hat er nicht gesagt und das stimmt nicht. Nein, Quatsch, aber auf der Rennstrecke, wenn ich eine Person mitnehme, ja, 60, 80 Kilo, also normal, sage ich dir, ich merke es auf der Bremse, ich merke es in den Kurven. Ja? Es ist ein richtiger Unterschied. Okay. Ja, dann schaffen wir aber jetzt. Boah, guck dir den Himmel an. Ja, genau hier, wo wir fahren, genau ist, hier ist eine dicke Wolke, ja. Ohne Scheiß. Lieber langsam nicht an der Gebiet. Naja. Nein, aber so auf der Straße fahre ich eher normal, also wirklich touristisch. Ja, ich glaube, das Auto ist dafür nicht gebaut, sonntags einen Ausflug zu machen. Nee, es sei denn, dass. Dafür gibt es ja auch andere Porsche, die auch stark sind, schnell sind, mit richtig Leistung. Was hältst du von dem Cayman GT4? Bist du gefahren? Ja, mit dem 4-Liter-Motor bei Liebermann. Ja? Ja, das ist schon richtig, richtig. Du merkst, wie der in den Kurven ohne E-Breiten kommt. Jetzt hast du gemerkt, wie der Grip verloren hat, bei ungefähr 5000. Schade, dass ausgerechnet heute bei unserem Test die Reifen durchdrehen und es regnet. Ja. Aber. Also normalerweise hat das Auto dadurch, dass der Motor hinter Achse, der ist ja wirklich ganz, ganz hinten, noch hinter der Achse, der hat so viel Gewicht, so viel Druck, dass aus der Kurve herausbeschleunigen, das kriegst du fast mit keinem anderen Auto hin. Ich merke das gerade. Der hat Grip ohne Ende. Ich meine, wenn es anfängt zu regnen, du hast Hemislicks, da kannst du rollen lassen, das reicht.
Ich habe dir ja versprochen, ich nehme dich mit nach Spa und du wirst so begeistert sein. Einen Tag später fährst du mit zum Carsten, PZ Willig, und kaufst dir auch einen GT3 RS. Oder du bestellst einen, weil ich weiß, von dem Modell 992 ja, wird es auch einen Sauger geben. Oh, okay. Hat man mir jedenfalls erzählt. Oder ich habe geguckt schon so ein bisschen nach einem Porsche Cayman GT4. Der ist natürlich preislich ganz woanders. Ne? Ja. Da kostet die Hälfte. Ich meine, ist das so auch, dass er die Hälfte der Leistung hat? Ich meine, der Performance oder der Spaß? Ich sage mal ein Beispiel. Ich mit diesem Auto, mit 520 PS und Cayman GT4 Clubsport als, ich sag mal, nicht Straßen zugelassen. Mit deutlich weniger Leistung. Der fährt mir um die Ohren, aber frag nicht wie. Ja? Also das ist schon eine Waffe. Also ich fand den Cayman auch direkt einfach zu fahren. Du fährst und hast sofort ein gutes Gefühl. Okay. Aber der geht gut. Der geht richtig gut da vorne, ne? Ja, der geht dann gut, wenn alle Parameter stimmen. Also die Bremsen sind warm, die Reifen sind warm, auch das Fahrwerk, alles. Und dann sage ich dir, dann ist das so flüssig, so harmonisch. Das ist unglaublich. Das hört sich jetzt an, so wie wir erzählen oder wie ich erzähle, als wäre das jetzt eine einzige Werbung nur für den Porsche. Aber ich kann so erzählen, weißt du warum? Ich habe ja andere Autos auch. Das wollte ich gerade sagen. Dass ich hätte es ja nicht nötig, nur weil ich einen Porsche habe, über den Porsche zu erzählen. Ich habe einen Aventador SV mit 750 PS als Sauger. Also ich weiß schon, wovon ich spreche. Deswegen habe ich gedacht, dass wir die Probefahrt machen. Ja? Neben den richtigen hier. Ja. Oh. Günther. Komisch, ja, bist du nicht gerade auf der anderen Seite gefahren? Ja, ich musste wechseln. Der Günther, scheiße. Ja, ist aber das Wetter war uns nicht so dienlich. Ich bin zu alt für so ein Auto. Ah. Auf jeden Fall, es hat geregnet unterwegs, sieht man auch am Auto. Was sehr schade ist, natürlich mit Slicks ist das Katastrophe, aber das Ding hat Dampf, Jungs, das Ding hat Dampf. Wirklich, allein das Gefühl, man muss ja nicht schnell fahren, nur von jetzt bis dahin, wie schnell das war, also das war schon krass. Optisch, der Porsche, genau meins. Wer mich kennt, der weiß, Schnellzeug, dicke Spoiler, immer geil. Ja, der sieht schon hier aus wie so ein Whitebody, steht ja alles ab, vorne dicke Luftanlässe, das ist Belzecs Auto. Ich denke mal, du bist begeistert. Voll. Also ehrlich? Wir fahren nach Porsche und dann kriegst du auch einen, so einfach. Ich bin, Wobei mit dem GT4, das meine ich im Ernst, das Auto kann was, das funktioniert, ist kein Elfer, aber wenn du sagst, ich will jetzt auch Trackdays machen, du bist ein Üben. Optimal. Wirklich. Okay. Optimal. Ich meine, man spart die Hälfte und die Hälfte wäre bei 120.000. Man muss auch nicht Magnesiumfelgen haben und Carbondach und so. Wir sind schließlich keine Profis auf der Rennstrecke, sondern Amateure, wollen Spaß haben und da reiten Cayman GT4. Na gut, wenn du viel Geld hast, kannst du auch einen Senna holen. Ne? McLaren Senna steht jetzt beim Moll für nur knapp über 1 Million. Also, nur? Ich frage nach einer Finanzierung über meine Bank. Vielleicht kommen wir mit 399 Euro im Monat hin. Auf 2000 Jahre. Vielen, vielen lieben Dank für die Probefahrt. Und Und mein Versprechen gilt, nächste Mal auf der Rennstrecke, du bist dabei. Du brauchst nur einen vernünftigen Helm und ich empfehle dir auch so ein Handsystem. Okay. Wenn wir irgendwo einschlagen, die Rübe bleibt ganz. Nein. Doch. So, bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.